Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Heute mit explosiven und ich muss es wirklich sagen, endlich mal extrem positiven Nachrichten. Denn die Impfpflicht in Deutschland, die ja geplant war, die wackelt enorm. Und der Bundeskanzler persönlich hat einen Rückzieher gemacht, aber auch die gesamte Regierung scheint gerade richtige Angst zu haben, was ihre politische Planung angeht. Vermutlich ist der Druck einfach zu groß. Man wird nur spekulieren können, was die wahren Hintergründe der Verzögerung sind. Aber in diesem Video werden wir näher beleuchten, dass das keineswegs eine Entwarnung ist, denn jetzt wird erst recht eine regelrechte Eskalation in der Debatte vorangetrieben und man möchte noch viel härter gegen die Stimmen der Freiheit vorgehen, wahrscheinlich weil man Angst hat. Ich werde das in diesem Video näher analysieren, bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Die geplante Impfpflicht ist der politische Wortbruch des Jahrzehnts. Da sind sich eigentlich sehr viele Menschen im öffentlichen Diskurs einig, weil es wurde ja wirklich so lange versprochen, dass es eine solche Impfpflicht nicht geben wird. Man kann sagen, seit die Ankündigung draußen ist, dass die Impfpflicht kommen soll, haben sich die Proteste auf der Straße wirklich vergrößert, hat sich auch das Klima in diesem Land verändert. Man merkt wirklich, da stoßen mittlerweile so harte Fronten aufeinander, da wird so aggressiv mittlerweile auch debattiert. Man kann schon verstehen, dass die aktuelle Zeit nicht gerade als gemütlich gilt. Und man kann auch verstehen, dass auch die Regierung Angst bekommt, wenn sie sieht, wie viele Menschen auf einmal gegen sie auf die Straße gehen. Weil man versucht ja immer, diese Proteste runterzuspielen. Es wird immer gesagt, es wäre nur eine kleine Minderheit. Es wird gesagt, ja, diese Menschen, die da rausgehen, das wäre sozusagen diejenigen, auf die man eh nicht hören muss, weil die Mehrheit würde ja hinter der Regierung stehen. Aber ganz ehrlich, wer sich wirklich mal die Zahlen anschaut, der kann schon sagen, das ist eine Dimension, die es so gar nicht mal so oft gibt in Deutschland. Zum Beispiel, wenn in Hamburg über 10.000 Menschen demonstrieren gegen die Regierung und dann auch nicht für die klassischen linksalternativen Anliegen, sondern wirklich mal richtig gegen die Regierung und gegen die Corona-Politik, da muss man sagen, Hamburg ist ja nicht gerade ein Pflaster, wo es die AfD oder andere angeblich Rechte leicht hätten. Nein, Hamburg ist ein Pflaster, wo eigentlich extrem regierungstreu und meistens immer nur rot-rot-grün geprägt ist. Und wenn selbst da so ein Unmut herrscht gegen die jetzige linke Regierung, dann muss schon was los sein im Land. Genauso auch in Baden-Württemberg, also im Westen Deutschlands, nicht nur im Osten, wird massiv demonstriert. In Baden-Württemberg hatte man über 50.000 Teilnehmer, also nur in einem einzigen Bundesland, insgesamt bei den Demonstrationen gegen die Corona-Politik. Und da sehen wir eben, das ist Sprengstoff und davor hat die Regierung offensichtlich Angst. Kommen wir nun aber zum eigentlichen Hammer. Nun ist es ja so, dass die Reaktionen auf diese Demos erstmal sehr abwehrend ausgefallen sind, aber man hat nun gemerkt, dass in der Bevölkerung ein sehr großer Widerstand gegen die geplante Impfpflicht vorhanden ist und vor allem könnte man damit rechnen, und das tut man in Regierungskreisen auch, dass es eine massive juristische Welle geben wird gegen die Impfpflicht. Also sich ganz viele Menschen auch rechtlich zur Wehr setzen werden und deswegen muss die Impfpflicht wirklich rechtssicher sein und gerade auch die Omikron-Variante, die rüttelt massiv an der Rechtssicherheit, das sagen auch einige Rechtsexperten, weil es eben so ist, mit Omikron könnte eine Impfpflicht einfach nicht mehr verhältnismäßig sein. Und wir lesen hier mal rein in Tagesspiegel, worum es genau geht. Da heißt es nämlich, Scholz kann Impfpflichtversprechen nicht halten. Und weiter heißt es, das von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, ausgegebene Ziel, eine Impfpflicht bis spätestens März einzuführen, ist nicht mehr zu halten. Das erfuhr der Tagesspiegel aus Koalitionskreisen. Ein Grund ist der Zeitplan des Bundestags und Bundesrats. Der anderen sind komplizierte juristische Fragen und erhöhter Beratungsbedarf bei den Ampelparteien. Diese sogenannten komplizierten juristischen Fragen sind übrigens ganz klar, nämlich dass man weiß, die Verhältnismäßigkeit vor Gericht, wenn sich ganz viele Menschen wehren und dadurch diese Demos weiß man ja, dass ganz viele Menschen sich wehren werden, daher ja auch die Angst, da muss man sagen, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum hier überhaupt dieser Rückzieher gemacht wird. Um das Ganze mal näher einordnen zu können, müssen wir betrachten, womit wir hier es eigentlich zu tun haben. Wir haben es mit einer demokratischen und einer wirklich in großen Teilen, in allergrößten Teilen friedlichen Bewegung zu tun, die für ihre Freiheit aufsteht, aber der Fokus der Medien wird immer nur auf einzelne Leute, auf einzelne Gewalttäter oder einzelne Extremisten gelegt. Und das ist eine Taktik, die sehen wir schon seit sehr vielen Jahren, dass zum Beispiel regierungskritische Demos immer damit verunglimpft werden, dass man zum einen sagt, diese Demos, die wären ja eh von Extremisten beeinflusst und deswegen müsste man sie gar nicht beachten. Zum anderen sagt man aber auch, ja, auf diesen Demos gibt es immer Gewalt, das zeigt ja schon, wofür diese Leute stehen. Also man will ad hominem die Demonstranten diskreditieren und es hat sehr oft bei kleineren Demonstrationen der Vergangenheit auch gut geklappt, gerade auch gegen die Migrationspolitik oder zum Beispiel auch Demonstrationen, die sich generell gegen regierungspolitische Entscheidungen gerichtet haben. Da konnte sowas immer wieder durchgehen, aber jetzt mit Freiheit ist es etwas ganz
anderes, weil die Freiheit, die geht jeden was an. Da gehen wirklich Menschen auf die Straße, denen ist Politik zum großen Teil sogar egal, die wollen einfach ihre Bürgerrechte wieder zurückhaben, also das Selbstverständlichste der Welt. Und deswegen ist dieser Protest natürlich extrem anschlussfähig und es ist extrem schwierig, diesen Protest irgendwie in eine schlechte Ecke zu rücken. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem versucht wird. Und jetzt eskaliert die Lage komplett. Das kann man nicht anders sagen, denn der Justizminister, der für solche Angelegenheiten ja zuständig ist, ausgerechnet von der angeblich freiheitlichen FDP, hat angekündigt, dass er ab jetzt härter gegen diese Demos vorgehen will und sie notfalls sogar auflösen will. Wie es natürlich damit zusammengehen soll, dass wir in Deutschland Versammlungsfreiheit haben und wie es damit zusammengehen soll, dass Menschen jederzeit demonstrieren dürfen und die Regierung, die kann sagen, ja okay, wir verhängen Auflagen dafür, dann kann sie die Auflagen durchsetzen polizeilich, aber sie kann Demos zum Beispiel nicht einfach so per se verbieten. Das wurde auch schon sehr oft von Gerichten gekippt. Und auch diese potenziellen generellen Ansammlungsverbote, wie man zum Beispiel in Sachsen sie immer wieder gesehen hat, das ist doch rechtlich extrem fragwürdig. Wenn wir Demonstrationsfreiheit haben und dann sagt man, ja, wegen der Ausbreitung des Virus dürfen nicht mehr als so und so viele Personen demonstrieren, wenn aber mehr Menschen ein politisches Anliegen haben, kann man ihnen doch nicht verbieten, das zu äußern. Haben wir Demonstrationsfreiheit oder haben wir sie nicht? Wenn man immer wieder sagt, in Weißrussland ist es so schlimm, da werden Proteste aufgelöst gegen die Regierung, muss man sagen, dann müssen wir es doch selber eigentlich besser machen. Und genau das ist die Frage, die man hier in Deutschland sieht, dass es eben so gehandhabt wird, sobald ein Protest der Regierung zu gefährlich wird, sobald man irgendwie Angst davor hat, dann wird dieser Protest diskreditiert und dann geht man wirklich dagegen vor und da fallen auch so langsam die demokratischen Masken. Wie gesagt, wenn der FDP-Justizminister hier sagt, er will diese Proteste wirklich abschaffen, er will die verbieten, er will die auflösen, dann ist die rote Linie überschritten und dann braucht er sich nicht wundern, wenn eben die Debatte auch weiter eskalieren wird, weil eben hier elementare Grundrechte wieder einem genommen werden. Kommen wir nun aber zum wichtigsten Aspekt dieses journalistischen Beitrages. Kommen wir zu dem Grund, warum ich genau dieses Video heute gemacht habe. Das kann ich euch ganz einfach beantworten, denn es ist so, dieses Thema, das bewegt ganz Deutschland, das bewegt auch mich persönlich, aber das bewegt auch wirklich die meisten Menschen in meinem Umfeld direkt und hier geht es wirklich um die Existenz, das kann man nicht anders sagen, hier geht es nicht irgendwie um politische Befindlichkeiten, hier geht es wirklich darum, kann man in den nächsten Jahren überhaupt ein normales Leben führen, kann man überhaupt wieder sowas wie Lebensfreude jemals wieder empfinden in diesem Land, also etwas Elementares für jeden Einzelnen von uns und wenn man zum Beispiel sieht, dass ein Karl Lauterbach sich hinstellt und da so ganz trocken verkündet, jetzt nach über 2 Jahren bald, sagt der Mann doch wirklich jetzt, ja, es wird ja mal langsam Zeit, dass man sich hier wieder beruhigt und dass man sagt, ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm, diese Demos und alles, ja, man soll mal wieder zur Ruhe kommen, weil es wäre noch lange nicht das Ende der Pandemie erreicht. Also nimmt die Proteste nicht ernst, er sagt, er will die Impfpflicht trotzdem und er meint, Omikron wäre gar nicht das Ende der Pandemie, also sollen wir unsere Hoffnung doch einfach wieder mal so ad absurdum führen lassen, einfach so vergessen. Und da muss ich sagen, was ist denn das bitte für ein Umgangston? Also der Gesundheitsminister, der scheint sich regelrecht darüber zu freuen, das kann man gar nicht anders sagen, dass es eben immer neue Varianten geben wird, dass das Ganze nicht enden wird und er verschweigt dabei, dass es eigentlich in der Hand der Politik ist, das Ganze jederzeit enden zu lassen, weil das Corona da ist und auch bleiben wird. Davon gehen die meisten Virologen aus, aber das ist eben kein Persilschein dafür zu sagen, dass man den Menschen noch die nächsten Jahre ihr Leben verhunzt, dass man den Menschen noch die nächsten Jahre ihre Freiheit wegnimmt und genau, dass man das eben so zusammenhängt nicht hat. Also die reine Existenz von Corona ist eben kein Grund für immer totalitäre Freiheitseinschränkungen zu verhängen und zu sagen, wir verhindern eben, dass die Menschen ihre Freiheit zurückkriegen und vor allem auch diese Impfpflicht ist ja genau das Gleiche. Nur weil wir eben immer wieder neue Corona-Varianten haben, muss es doch keine Impfpflicht geben. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil es immer neue Varianten gibt, sieht man auch in Omikron, macht es keinen Sinn, eine Impfpflicht zu verhängen, wo dann der Impfstoff gegen neue Varianten vielleicht gar nicht mehr wirkt. Und ich finde, diese Fakten, die müssen wir wirklich zurück in die Debatte tragen und wir müssen laut bleiben. Wir müssen laut bleiben, das ist die Botschaft dieses Videos, wenn man sieht, dass gerade das eben auch Angst bei der Regierung auslöst, dass gerade das eben auch dafür sorgt, dass es die Impfpflicht verschoben wurde. Deswegen bleibt standhaft und teilt auch dieses Video überall. Lasst uns zusammen ein Zeichen setzen. Es ist keine Zeit für falschen Siegestaumel, denn dass die Impfpflicht verschoben wurde, heißt erstmal leider gar nichts, aber es heißt, dass wir mehr Zeit haben und es heißt, und das finde ich noch viel wichtiger, dass unser Druck tatsächlich wirkt, dass die wirklich Panik bekommen und sagen, wir müssen das jetzt erstmal rechtlich prüfen, wir müssen das Ganze rechtssicher gestalten. Wenn es wirklich so wäre, dass die breite Mehrheit diese Impfpflicht haben wollen würde und auch sagt, ja unbedingt und es wären wirklich nur ein paar Leute, die dagegen wären, dann würde man gar nicht so einen großen Bohai da machen, dann würde man gar nicht sagen, wir prüfen das erstmal und wir schauen mal und so schnell geht es gar nicht. Es zeigt schon, dass da angekommen ist, dass es ganz viele Menschen sind,
die eben dagegen sind, es auch ganz viele Menschen sind, die auch bereit sind, mit demokratischem Widerstand ihre Freiheit zu sichern. Und das ist so ein Punkt, wo man sagen muss, ich finde, das darf man schon als Sieg feiern, als unseren Sieg, aber das sollte eben nicht davon ablenken, dass die Impfpflicht nach wie vor auch für das Gesundheitspersonal in Kraft tritt und das wird eben nicht abgeschafft. Und es sollte auch nicht davon ablenken, dass eben auch dann im Sommer die Impfpflicht für alle kommen soll. Das heißt also, unser Auftrag ist jetzt, lauter denn je zu bleiben. Und gerade ich nehme hier als freier Journalist diesen Auftrag wirklich zu Herzen, indem ich sage, ich gebe jetzt gerade auch beim Thema Impfpflicht nochmal Vollgas und ich danke wirklich euch allen, dass ihr mich unterstützt, weil überhaupt dieser Kanal so viel gesehen wird, dass hier wirklich hunderttausende Menschen immer diese Videos schauen. Das bedeutet mir sehr viel, weil das zeigt, diese Themen, die interessieren die Menschen, das zeigt, es sind wirklich sehr viele Menschen, die das eben bewegt. Und deswegen ein ganz großes Danke an jeden, der diese Videos hier auch immer teilt, der immer kommentiert. Und ein ganz besonderes Dankeschön geht auch raus an jeden, der meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, die blende ich euch im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich danke wirklich von ganzem Herzen jedem Förderer meiner Arbeit, weil ich könnte hier nie so frei und so unabhängig arbeiten, wo so viele Menschen mich doch eigentlich zum Schweigen bringen wollen. Ihr macht es möglich, dass ich hier trotzdem arbeiten kann, dass ich trotzdem für euch da sein kann. Und das bedeutet mir sehr viel. Deswegen danke an euch alle. Zum Schluss dieses Videos noch eine letzte Bitte. Ihr könnt diesen Kanal vollkommen kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren. Was bringt es? Es bringt, dass dieser Kanal weiter wächst und von YouTube auch mehr Menschen vorgeschlagen wird dann, die diese Videos noch nicht kennen und die vielleicht anfangen, kritisch zu denken, wenn sie sie sehen. Ich finde, darum sollte es gehen. Bis zum nächsten Video, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.